Yo, was geht ab, YouTube? Timo hier. Nein, Diablo 3 ist noch nicht ganz tot, denn die Patch Notes zum PTR zur Season 30 sind am Start und es gibt eine ganze Menge Content, der ins Spiel übernommen wird auf Dauer, plus ein ganzer Haufen Balance-Änderungen, aber schauen wir einfach mal rein. Wie gesagt, in guter alter Tradition hier auf dem Kanal Diablo 3 werde ich euch hier auf dem Laufenden halten. Starten wir mal rein. PTR startet am 5.12., natürlich genau derselbe Tag, an dem Lord Ziers Schlachthaus startet in Diablo 4 und geht bis zum 12. Relativ kurze PTR-Testperiode. Und in der Vergangenheit war das immer so, dass ungefähr eine Woche nach Ende des PTRs dann wirklich auch die neue Season gestartet ist. Das wäre dann entweder der 15. oder der 22.12. könnt ihr von ausgehen, dass Season 30 in Diablo 3 startet. Das ist meine Theorie. Also können wir über Weihnachten schön, über die Feiertage, bisschen auf locker Diablo 3 daddeln, bisschen flexen bis ins neue Jahr und dann uns freuen auf Season 3 in Diablo 4, die dann, ich glaube, am 17. Januar startet. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall schätze ich, dass wir hier Spaß über Weihnachten haben können in Diablo 3. Aber fangen wir mal an. Also wichtige Sachen sind folgende. Ich werde das Ganze jetzt auch nicht zu lang halten. Neue permanente Features ist einmal der Altar der Riten. Das ist der Altar aus vorletzter Season. Die Leute, die Cheltara gefarmt haben für ihren Stein, den sie gedroppt hat, die werden noch gute Erinnerungen haben. Super mächtiger Altar hier. Kommt zurück als permanentes Feature im Spiel und auch die Visionen der Feindschaft, das Season-Thema aus letzter Season, dass sich die Portale oben im Abenteuermodus öffnen, dass du reingehen kannst, super viele Items und Bounty-Materialien bekommst und so weiter und so, die werden auch permanent ins Spiel übernommen. Allerdings muss man dazu sagen, dass Blizzard hier schreibt, um quasi die Balance zwischen den ganzen Themen und eventuell anderen Themen, die sich jetzt wiederholen werden in den Seasons, sicherzustellen, wird der Altar der Riten halt um einiges genervt. Und die Nerfs sind auf jeden Fall wirklich eklatant, Leute. Also ihr seht hier, der ganze Damage, also Schaden und Schadensreduktion ist teilweise in den Boden genervt, dass der Altar der Riten quasi nur noch so als kleines Goodie zwischen dem Season-Thema neben dem generellen Season-Thema darstellt und wenn man ein bisschen Power rausholen kann, ein bisschen Quality of Life, dass Pets die Items aufnehmen, mehr Atem des Todes droppen und diese ganzen Features bleiben natürlich erhalten und mehr XP und mehr Fortschrittskugeln aus Rifts und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool. Was auch noch zu erwähnen ist hier, die Effekte, die du freischaltest, wenn du ein Primal opferst, sind auch genervt hier. Zum Beispiel ist bei Vater Powerpilen jetzt gar nicht mehr bei einem random Schrein-Effekt vorhanden. Das ist auf jeden Fall heftig. Und bei Mutter ist es so, der Zirkel, in dem wir stehen können, der 100% mehr Damage gemacht hat, macht jetzt maximal oder macht jetzt noch 50% mehr Damage. Also auf jeden Fall genervt, um die Balance herzustellen. Und dann natürlich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Vision der Feindschaft ist auch fest im Spiel. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das Solo Self-Found Leaderboard auch weiterhin im Spiel vorhanden sein wird. Allerdings wird Paragon nicht mehr bis 800 gecapped sein, sondern ihr könnt wieder absolut hochschießen in Sachen Paragon. So, Class Balance Changes. Und die Magier und Necros unter euch, die werden schon erahnen können, was jetzt kommt, denn beide mit den stärksten Builds im Spiel. Fangen wir mal an mit dem Barb. Macht der Erde-Set geht von 20.000 Damage auf 37.000 Damage hoch, 37.500. Interessant, vielleicht wird man da ein bisschen was sehen. Und Raycore wurde genervt, Damage geht von 5.500% auf 2.500% runter. Kreuzritter. Rolands Set, das ist das Sweep Attack Set, geht von 17.500% auf 40.000 hoch. Auf jeden Fall stabiler Damage Buff. Müssen wir mal gucken, ob das spielbar wird. Aegis der Tapferkeit wurde genervt von 20.000 auf 15.000 Damage.
Arcans, Manacles, das sind die Armschienen für den Blessed Shield Build. Die wurden gebufft und zwar sieht das jetzt so aus, dass gesegneter Schild den ersten Feind für 400-500% mehr Damage trifft. Und der Bonus wird dann weitergeführt und ist reduziert für 50% für jeden, reduziert um 50% für jeden nachfolgenden Treffer. Aber das gilt nicht für die Shattering Throw Rune, das ist die Rune, wo sich das Schild nochmal in drei kleine Schilde splittet. Blade of Prophecy, das ist das Condemn-Schwert. Condemned Enemies triggern jetzt Condemn. Vorher war das so, dass nur zwei Condemned-Feinde Condemn triggern können. Jetzt können anscheinend alle Feinde Condemn triggern. Das ist auf jeden Fall auch ein Buff. Und Faithful Memory, das Schwert, wo ihr in den Himmel steigt, auf die Gegner niederregnet und eure gesegneten Hammer-Stacks dann, dass der Damage hochgebufft wird. Hier ist es jetzt so, dass die Stacks erhalten bleiben und nicht mit jedem Sprung resettet werden. Das heißt, ihr habt immer halt diese 10 Stacks, 800% mehr Damage für die Hammer am Start. Mal gucken, ob gesegnete Hammer zurückkommen. Ich glaube halt nicht, dass es reicht. Rollins muss mal gucken, wie stark das wird. Und ansonsten tut sich hier nicht so viel beim Cruzy. Demon Hunter Shadow Impale, eins meiner Lieblingssets im Spiel. Shadow Impale geht hoch von 75k auf 120k Weapon Damage. Willkommen in Diablo 3. Power Creep is real. Ehrlich gesagt, das Set hat den Damage aber auch gebraucht und nachfolgende Hits gehen hoch von 25k Damage auf 40k Damage. Wird das jetzt ein bisschen anheben und auf eine Stufe stellen mit vielleicht anderen Demon Hunter Sets? Wir müssen es ausprobieren, vor allen Dingen auch, weil das Marauder Set genervt wurde. Und zwar kriegt er jetzt nicht mehr für jeden aktiven Turm 12.000% Damage, nur noch 6.500, also fast 50%. Damage geht hier flöten. Beim Mönch, Gewandung der 1000 Stürme. Wir haben hier einen Buff von 6000 auf 14k Damage für die Spirit-Generatoren. Mal gucken, wie das Ding funktionieren wird. Ulyanas gebufft. Leider nur von 9000% Damage auf 12.500. Ich fürchte, das wird nicht reichen, um Ulyana oben in den S-Tier oder in die Leaderboards, in die Mönch-Leaderboards zu teleportieren. Wäre schön gewesen, eins der coolsten Sets, spielt sich sehr, sehr nice, eins meiner Lieblingssets im Game. Kirushiros Klinge, das ist die Klinge, die ihr nutzt, wenn ihr Wave of Light spielt, wenn ihr die Glocke stellt und alles umfällt, hat damals die 250% Damage gegeben für die ersten drei Feinde, die ihr trefft, wurde jetzt gebufft für die ersten fünf Feinde, die ihr trefft. Necro Pestilence Set. Ja, Pestilence Set, das verlorene Set, was keiner gespielt hat und vielleicht gerade mal mit Top Gear auf T16 Speedfarmen konnte, wird jetzt gebufft, ganz interessant. Geht hoch von 3300 auf 6000%, fast 100% Buff. Bone Spear macht mehr Damage, aber was glaube ich wirklich interessant ist, ist hier Corpse Lance, denn es gibt halt den Lazy Corpse. Den Lazy Lancer habe ich ihn immer gerne genannt. Ich habe da auch damals schon mal ein Bild zu gemacht. Da werde ich auch einen aktuellen Bild zu machen. Ihr lauft einfach durchs Rift. Alles wird automatisch gespammt. Die Leichen werden verbraucht. Die Corpse Lancen werden auf die Gegner gecastet und alles stirbt. Wird jetzt exzellent beim Speedfarm funktionieren. Wird der beste Speedfarm-Bild im Game, werdet ihr sehen. Gibt unten noch mehr Buffs. Inarius. Auch gute Änderung hier an Inarius. Damage geht hoch von 10 auf 19k und vor allen Dingen Inarius ist cool, denn das ist generischer Damage. Ihr könnt alles damit spielen. Es ist nicht wie die anderen Sets auf ein oder zwei Skills jetzt beschränkt. Ihr könnt quasi alles spielen mit Inarius. Eins der coolsten Sets auch. Ich werde nochmal ausprobieren, was das gibt. Finde ich ganz gut. Tregools und ja, alle Necros, haltet euch fest. Jetzt kommen die Nerfs natürlich. Tregools, absolut OP-Sets, die lebensverbrauchenden Fähigkeiten machen jetzt nicht mehr 10k Damage, sondern nur noch 6250. Maskerade des brennenden Karnevals, Knochenspeer geht runter von 9000% auf 5500. Bloodtide Blade, die Waffe für
für die Blood Nova. Vorher ist die halt bis zu 400% hochgestackt für jeden Feind im Umkreis bis zu 25 Feinde, jetzt nur noch bis zu 10 Feinde. Das heißt, das ist ein Nerf von 15 mal 400%. Oh, jetzt kommt wieder Mathe im Video, das wird wieder absolut schief gehen. Müsste 6000% Damage sein, die ihr hier im Endeffekt einbüßt. Lass mich nochmal einmal rübergehen. Ja, müsste passen. Und Wickel der Essenz, die Handschuhe, die Corpse Explosion Handschuhe für den Necro, stacken jetzt nur noch bis zu 5-mal hoch. Verliert ihr hier, ne, warte mal, stacken nur noch bis zu 4-mal hoch, vorher bis zu 5-mal und ihr verliert 200% Damage. Corpse Whisper Pauldrons, das müssen die Hosen sein. Corpse Lance Damage ist erhöht jetzt bis zu 75% und vormals 30% für 3 Sekunden, wenn man eine Leiche konsumiert. Das stackt bis zu 20 mal hoch und das ist eine ganze Menge. Deswegen glaube ich auch, dass das Pestilence Set hier jetzt mit dem 6000er Multiplikator im 6er Set plus den Pauldrons hier ganz schön nach vorne gehen wird. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass man auf jeden Fall 90er, wenn nicht sogar 100er Speed farmen kann und ihr fliegt einfach durchs Rift und müsst eigentlich nichts machen. Ihr müsst einfach nur Blood Charge, wie heißt das Ding nochmal? Einfach indem ihr nach vorne Charge casten und alles stirbt. Und die Buffs vielleicht oben halten. Necro auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Nächste Season. Kommen wir zu meinem Favoriten aber nächste Season. Witch Doctor. Ja, der Ernter wurde gebufft. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn wir mit Seelenernte die Dots verbrauchen, bis zu 26.000 Sekunden auf Schaden machen. Das waren vorher nur 10.000 Sekunden Schaden. Ist natürlich ein heftiger Buff, werden wir sehen, wie das funktioniert. Ja, der Ernter finde ich auch eine der coolsten Systematiken im Spiel. Man muss halt gucken, wie das funktioniert, weil das Ding halt auch sehr, sehr leckanfällig ist durch die Dots. Höllenzahn, Harnisch, Damage geht hoch von 17,5k auf 37,5k und ich gehe davon aus, dass Firebats zurück sind, einfach in den Gegner rein, in das Pack reinlaufen, alles zusammenziehen mit Pyranado, dann die Fledermäuse spawnen um sich herum, alles stirbt, weiter zum nächsten Pack, sehr sehr cooler Bild, vielleicht kommen auch wieder hier Zombiehunde oder der Koloss zurück und wir sehen ein paar Pet-Builds, das wäre auf jeden Fall sehr sehr nice. Mundunugu wurde genervt von 20k auf 15, Arachnir-Set genervt von 25k auf 11,5, Tsunimasa genervt von 15k auf 13k. Und jetzt kommen wir last but not least zum Wizard und ihr könnt euch denken, was hier abgeht. Erstmal zu den positiven Sachen hier. Magnum Opus, gebufft von 12,5k Damage auf 20k. Wir werden vielleicht hier mal ein paar Magnum Opus Zeitbobble Arcan Orb Bild sehen, mal eine coole Änderung. Tal Rasha wurde genervt, leider ist es so, dass jetzt nur noch 1000 statt 2000 Damage pro Stack hier zu holen ist. The Smolden Core ist der Stab, der Meteorstab, der Gegner ranzieht und AOE Damage macht. Hier kann das Ding jetzt nur noch 3-mal stacken, vorher auf 10 ging die Stacks hoch. Das heißt nicht mehr 500% mehr Damage, sondern maximal 150. Und Twisted Sword Energie Tornado Schwert stackt jetzt nur noch bis 5-mal hoch, noch bis 3-mal hoch, vorher 3. So Freunde, das war's schon. So viel ist es gar nicht, aber im Endeffekt auf die Dauer gesehen sind das coole Änderungen und ich denke, wir werden ein paar Sets wirklich scheinen sehen, die vorher in der Versenkung verschwunden sind. Ich sag, Geheimtipps sind auf jeden Fall Witcher und Necro diese Season. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was geht. Ich denke auch ganz ehrlich, dass die Nerfs vom Wizard nicht reichen, um Meteor in den Boden zu nerfen. Und ich fürchte auch, dass Impale nicht wirklich den Damage raushaut, den es machen muss, weil es halt auch sehr viel Single-Target, aber wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall auf dem PTR und werden das ausprobieren.
Streich das im Kalender an. 5. bis 12. Natürlich werden wir erstmal Lord Sears Schlachthaus zocken in Diablo 4 und dann nach dem Wochenende auf den PTR gehen, testen. Und rechnet mit Season 30 am 15. oder 22. Dezember. So, Freunde, ich bin raus. Danke fürs Video. Aber was mich viel mehr interessiert, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Danke fürs Video, danke fürs Zuschauen. Wie sieht das bei euch aus? Zockt ihr noch Diablo 3? Hilft euch das oder bringt euch das dazu, zurückzukommen? Einfach mal ein bisschen Spaß zu haben über die Feiertage. Wir wissen, die Halbwertszeit bei Diablo 3 ist relativ gering. 1-2 Wochen sind die meisten schon raus. Seasonreise abschließen. Aber ich persönlich habe immer noch Spaß reinzugehen, ein bisschen Action zu machen und einfach durch die Rifts zu schnetzeln mit super OP-schnellen Builds. Also lasst mich mal wissen, wie ihr das seht. Ich werde das auf jeden Fall auch streamen. Schaut gerne im Stream rein oder im nächsten Video. Ich bin jetzt raus, Freunde. Viel Spaß in Diablo 3 und 4 und wir sehen uns auf jeden Fall vor Weihnachten und Neujahr nochmal wieder. In dem Sinne bin ich raus. Peace.